der letzten Episode. Mach ein Sandwich aus Erdnussbutter. Sandwich, weitere Zutat hinzufügen, Fruchtmarmelade. Dann machst du halt noch ein zufälliges Gewürz hinzu. Fruchtmarmelade, okay, gut. Was ist jetzt wieder da los? Sehr müde, okay, alles klar, hervorragend. Das war ja das Ziel, gute Nacht, der Herr. Du sollst schlafen gehen, was machst du denn? Hier ist nichts, echt, wir schaffen das wahrscheinlich nicht mal bis zum Grün darüber, fürchte ich fast. Und so geht's weiter, hm? Ah. Herzlich willkommen bei Project Zomboid in der Episode Nummer 9. Wir sind Kizzy Morris und haben eine schmutzige Bandage. Okay, dann machen wir als erstes mal die Bandage wieder weg. Beziehungsweise will Platzwunde blutend, okay? Legen eine neue an. Wir sind jetzt, sieht man auf der Karte hier in dem Haus. M, was heißt M? Weiß ich nicht. S und X, okay. Genau, da ist unser Zuhause, das haben wir schon mal markiert. Ja, wir starten jetzt in dem leichteren oder normalen Schwierigkeitsmodus, sage ich mal. Weil wir dann doch mit dem schweren, wo ich eigentlich dachte, das sei der normale. Oh, Gewürzgurken. Gerade Gewürzgurken gegessen. Das ist ja der Hammer. Viele gefrorene Sachen, okay. Mit dem normalen Modus sind wir nicht wirklich weit gekommen. Wir sind halt häufig gestorben. Das ist dann auch nicht so wirklich geil. Wir haben viele Dosen. Ja, das nehmen wir schon mal alles. So, was haben wir denn im nächsten Schrank? Ein Nudelholz, okay. Was haben wir eigentlich für eine Waffe? Eine Pfanne und ein Messer, okay. Ja, Nudelholz. Zustand, Schaden. Mhm. Gib mir mal, wo ist denn die Pfanne? Ist übrigens wieder überladen. Wo ist denn die Pfanne? Achso, ist unter ausgerüstet, natürlich. Macht plus minus genau denselben Schaden, nicht? Dann nimm den mal mit. Warum eigentlich nicht? Teller Orange, okay. Schlafzimmer. So, was haben wir denn hier? Blatt Papier, leeres Notizbuch. Was ist für ein Kleidungsstück? Eine Jacke. Die können wir sogar anziehen. Praktisch. Ein bisschen Schutz. Leeres Notizbuch. Okay, da hat jemand Notizbücher geliebt. Die Couch. Gibt's hier was auf dem Boden? Nee. Wir sind überladen. Geringfügige Schmerzen. Ein bisschen hungrig. Okay, alles klar. Dosenöffner, Löffel, Tranchiergabel, Becher, Schlüssel. Schüssel. Okay, ist nur ein etagiges Haus. Wir haben nicht irgendwie zufälligerweise eine Flasche oder sowas. Desinfektionsmittel, na gut. Erstmal reinigen wir alle Stofffetzen, damit wir, falls wir dann wieder uns bandagieren müssen. Außerdem sollten wir vielleicht mal was trinken, beziehungsweise wir haben gar keinen Durst, echt. Befülle Stieltopf mit Wasser, wasche. Seife, Wasser verschmutzt, blutig, Bratpfanne, okay. So, was haben wir noch? Das Jeanshemd ist auch blutig, okay. Und die Jeans ist auch gut blutig, okay, das wollen wir alles mal sauber haben. So, und wie dreckig sind wir? Naja, eigentlich nicht so wirklich, aber das Blut können wir trotzdem mal abwaschen. Sollte man vorsichtig sein, vor allem wenn es nicht das eigene Blut ist. Mhm. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob es finster ist. Ne, 16:30 Uhr, wir haben ja eine Armbanduhr gefunden. Spiegel kannst du nicht durchsuchen, okay. Ja, interessant. Nichts, okay. Da drüben ist auch noch ein Haus. Dass man hier eine Minimap hat, das ist natürlich schon cool. Schade. Oh, ich kann nicht im Müll wühlen. Wir gehen mal nach Hause und lagern mal das Futter ein. Außerdem können wir auch ein bisschen was essen. Wir haben schon wieder eine schmutzige Bandage. Ja, weil wir halt bluten. Ja, lass mich mal die... Komm, leg mal an. Ach du Schande, so viel, echt?
Komm, renn mal ein Stück. Hallo. Renn, 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 renn. Ist das nicht unser Container hier? Ich dachte, das wäre unser Zuhause. Aber ist es wohl nicht. Ich glaube, das ist unser Zuhause hier drüben, richtig? Okay. Halt, renn. Ach, jetzt sind wir gebissen. Na toll. Verdammt. Mist. Renn mal da. Ach du Schande, das ist viel. Das ging aber schnell. Toll. So ein Mist. Ach. Ja, okay. So, einmal bitte zufällig. Langsam Lerner, Pazifist. Weniger effektiv mit Waffen. Tollpatschig, macht mehr Geräusche beim Gehen. Wie ist ein Axt? Mann, doppelte Geschwindigkeit. Beim Durchbrechen von Türen mit der Axt. Weniger anfällig für Panikattacken. Schnell heil, erholt sich schnell von Krankheit. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Was sind wir denn für ein Typ? Holzfäller. Ja, okay, dann machen wir das. Ja, halt, wir haben noch zwei Punkte. Katzenaugen, bessere Sicht bei Nacht. Naturbursch, schlechtes Wetter hat keinen Einfluss, zusätzliche Orientierungsfähigkeit. Benötigt weniger Schlaf, Schnelllaser. Wir haben schon langsam Lerner, da macht das ja relativ wenig Sinn. Gewand, bewegt Inventar, wenn ich schnell. Katzenaugen klingt echt gut. Weiter. Matthew Krieger. Alles klar. Hm, nicht schön. Wo sind wir jetzt auf der Karte? Hier unten, okay, alles klar. Gut. Ja, das war so schnell. Das heißt ja, schicke Bude, Junge. Das ist ja der Hammer. Drei Zeitungen hier in der Kiste, okay. Leerer Becher. Tasse, Teller, schick. Eine Bratpfanne, okay. Die kann sich schon mal primär ausrüsten, genau. So. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh, wir haben jede Menge zu essen. Warte, aber haben wir einen Dosenöffner? Nee, haben wir nicht. Hm, bisschen Futter. Fleisch halt. Was man so als Holzfäller hat. Tischlereiband 2. Dieses Buch gibt dir ein EP. Warte mal, geh mal auf die Fähigkeiten. Ja, das Fenster ist immer ein bisschen zu hoch. Axt. Ja, Tischlerei wird dann uns wahrscheinlich nichts bringen. Wir können gut mit der Axt umgehen. Das ist die einzige Fähigkeit, die wir haben. Ist ja der Hammer. Naja gut, aber nimm das schon mal mit. 14. Weil wir Axtmensch sind. Huch, da oben zuppelt's. So, was haben wir denn hier in den Schränken? Erste-Hilfe-Kasten. Das nehmen wir schon mal mit. Anderer Schrank? Schuhe. Die kannst du auf jeden Fall mal anziehen. Eine Schachtel mit Büroklammern. Ja, keine Ahnung. So, wie ist denn das? Sneakers. Kannst du die irgendwie... Ja, okay, dann tu sie halt in den Schrank. Dann muss ich ja nicht mit mir rumschleppen. Okay, das ist nur ein Stuhl. Ist hier was in dem Nachtschrank? Kopfhörer, Kugelschreiber, Stift rot. Warum nicht? Nimm den mal. Wegwerfkamera. Weil dann können wir auf der Karte auch direkt mal markieren. Haben wir jetzt eigentlich diese blaue Markierung dann hier oben drin? Ja, okay. Das ist natürlich blöd. Weil, das bringt ja nur was, wenn man wirklich auch überlebt. Dann müsste man auch mal ein Radiergummi finden, weil damit kannst du das dann auch wegnehmen. Dann gehe ich mal zu den Nachbarn. Mal vorstellen. Hier ist am Fernseher, echt. Gib mir mal das und mach mal aus. So. Gut. WLBN News. Radiergummi, hervorragend. Nimm das gleich mal. Stift Rot haben wir schon. Fachzeitschrift für Ingenieurwesen. Und Tischlereiband 3. Ist ja hervorragend.
Noch ein Kugelschreiber. Okay, macht er da eine andere Farbe? Dann werden wir gleich mal sehen. Gucken wir auf die Karte. Kann ich jetzt andere Farbe auch auswählen? Schwarz, Kugelschreiber ist schwarz, alles klar. Gut, dann, ja gut, eigentlich können wir es erstmal lassen. Aber nee, ich mach das mal weg. Das sollte man schon irgendwie ein bisschen... Ich meine, was man machen könnte, man könnte sagen, hier oben gibt es Futter. Da. Beziehungsweise, warte mal, machen wir die Markierung nochmal weg. Ich mach das mal mit schwarz. Dann wissen wir, dass da... ein vorheriger war, sozusagen. So, was haben wir denn hier noch? Stift, Rot, Blatt, Papier, Buch. Das war aber gerade drin. Brotmesser, leere, weiße Tasse. Löffel, Geschirrtuch, Teller, Orange, Weinglas. Okay. Da ist nichts drin. In dem Schrank Backblech, Backform, Stieltopf. Den kannst du auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Und das Geschirrtuch. Na gut, den müssen wir erstmal nehmen. Das kannst du hoffentlich zerreißen. Nein, kannst du nicht. Okay, schade. Sonst können wir da Verbände draus machen. Halt. Dosen. Naja, das bringt uns nichts. Frisch. Ja, okay. Das ist ein geräumiges Schlafzimmer. Hotti Z. Was ist das denn? Naja, okay. Taschentuch. Ausrüstung, um Niesen und Husten zu unterdrücken. Echt? Falls mal erkältet ist wahrscheinlich. Müssen wir irgendwas waschen? Eigentlich müssen wir ja nichts waschen. Befülle Stieltopf, trink mal. Okay. Tja. Wir sind hier in einem Bereich anscheinend, der sehr arm ist oder so. Keine Ahnung. Wo es halt nur kleine Häuser gibt. Arm in Anführungsstrichen. Weniger reich. Halt. So, was haben wir denn hier Schönes? Kann man da irgendwas verwenden? Die Jacke blutig. Ja, die können wir vielleicht zerreißen. Ja, komm, wir verbasteln uns mal ein paar Verbände. Warum eigentlich nicht? Die Sachen die ziehen wir eh nicht an. So, Crossdressing magst du nicht machen. Okay, dann lassen wir den BH liegen. Das ist ja der Hammer. Ja, ist er jetzt aus? Er ist aus. Okay, wie kann ich die Alarmanlage ausmachen? Das ist nur das Licht. Ja, okay. Es gibt ja gar nichts hier, um die Alarmanlage auszumachen. Ja, wunderschön. Jetzt kommen natürlich die ganzen Zombies an. Handschuhe. Naja, schön, dass ihr alle reinkommt. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist ja schön, dass hier so viele sind. Wie bitte was? Hier liegt ein Zombie? Jetzt war ein Stift blau, ist ja schön. Waffenkoffer. Aber den kannst du nicht öffnen, oder? Nimm ihn mal. Machen wir primär ausrüsten. Toll. Gut. Da kommen wir nicht mehr raus. Mist. Das geht ja gut drum. Ja, das ist auf jeden Fall der leichtere Modus. Das merkt man ganz deutlich. Zufällig wollten wir. Stress empfinden, wenn Blut verschmiert. Panik bei der Durchführung von Erster Hilfe bei sich selbst. Erste Hilfe bei anderen unmöglich. Pechvogel. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Feige. Besonders anfällig für Panikattacken. Einbrecher kann Fahrzeuge kurzschließen.
gegen ihre Chance, das Schloss eines Fensters zu beschädigen. Hobby-Kfz-Mechaniker verfügt über detaillierte Kenntnisse über gewöhnliche und gewerbliche Fahrzeugmodelle sowie Reparaturen und plus 1 Kfz-Mechanik. Fliegen, Kfz-Mechanik, Leichtphysik, Schleichen. Okay. Wir haben 0 Punkte übrig. Wieso? Eigentlich müssten wir 6 Punkte übrig haben. Wahrscheinlich, weil wir die Eigenschaften haben, schätze ich mal. Na gut. Jessica Townsend, hm? Ach, Mensch. Die scheiß Alarmanlage hat halt das ganze Elend verursacht. Das kann doch nicht sein. Wie bitte war es? Hier gibt es nichts, echt. Was ist das denn für eine Bude? Ja, wunderschön. Gott. Ach, wir sind gerade wo eingebrochen. Ernsthaft? Ach du Schande. Ja, nee, gehen wir da runter. Ist ja der Hammer. Mal, welchen Modus spielen wir gerade? Ich habe gerade das Gefühl, wir spielen wieder gerade wieder den schweren. Kann das sein? Nee, eigentlich kann das nicht sein. Wunderschön. Mist. Ja, komm, geh durch. Nein, du sollst durchgehen. Hör mal das Fenster auf. Hallo? Du kannst doch gar nicht durch, weil... Durchklettern, doch. Ach du Schande, hier ist ja eine Party, halt. Ach, das kann doch nicht sein. Was ist denn heute los? Geh mal ins Hauptmenü zurück, ich muss mir das nochmal anschauen. Okay, wie fortsetzen? Fortsetzen, Multro, zurück. Spielstand laden, Tutorial Einzelspieler. Überlebender. Schleich vor kurze Lebensdauer, längere Lebensdauer. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob wir in dem Modus waren. Alter Schwede, das waren ja viele Zombies. Und die waren alle schon instant wieder aktiv. Na, wunderschön. Was ist ein Benutzer definiert? Gestalt ein eigenes Baumeister. Bauen, Erkunden und Landwirtschaft Schwerpunkt. Eine entspannte Erfahrung. Wahrscheinlich ohne Zombies. Sollen wir eine andere Gegend nehmen? Na, berühmtes Knox-Zuchthaus. Würden dir sagen, es ist nicht lustig. Geografisch ideal gelegen. Großwürdige Gemeinschaftsdrehscheinverwaltung, Gemeinschaftsdienste. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir können ja mal Riverside probieren. So. Was bekommen wir jetzt? Feuerwehrmann. Sehr untergewichtig. Ermüdet schneller beim Laufen, minus 2 Fitness, Baseballspieler. Haut immer zielgenau drauf, plus 1 Stumpfwaffe. Fitness plus 2. Kein Punkt verfügbar. Okay, diesmal stimmt's ja tatsächlich. Hm. Keine Ahnung. Debbie Hook. Na, hoffe ich, dass wir jetzt mehr Glück haben. Das kann doch nicht sein. Ich verschleiße hier gerade die ganze... Hm. Gut, ich sag mal so, beim ersten Leben hätte ich mich in die Kämpfe nicht geben müssen, aber beim zweiten war halt die Alarmanlage, da kannst du eigentlich auch nicht wirklich viel machen. Beim dritten, ich weiß auch nicht, da war ich ja mitten in einen Zombiehaufen gestartet. Tja, das nennt man dann wohl Pech. Okay, das ist übrigens der Ladescreen. Okay. Du gehst direkt in die Hocke und zwar zu Hause. So, was haben wir denn für Fähigkeiten? Wir können ein bisschen sprinten, Axt und Stumpfwaffe, alles klar. So, wenn ich nicht aus dem Spiel rausklicke, dann können wir auch weitermachen. So,
So, was haben wir denn hier? Eine Trainingsjacke. Naja, ein bisschen Kratzverteidigung auf jeden Fall. Mehr war da nicht drin, okay. Also ein richtig großes Haus, ja, der Hammer. Geschirrtuch. Ne, das primär ausrüsten, genau. Ich wedel dir eins. Ein Haufen Futter, okay, Spatel, eine Bratpfanne. Ja, die kann man schon mal primär wieder ausrüsten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, was haben wir noch? Was? Halt. Bleib mal da stehen. Dose mit Marshmallows, Mehl, Schokolade, Zucker. Geschirrtuch, das war das, genau. Herd ist nicht. Pfannkuchenmischung, Ahornsirup, Honig, Kaffee. Also, einiges auf Lager hier. Halt, geh mal auf den Schrank, Brause. Nur ein paar gefrorene Sachen, okay. So, dann machst du mal Vorhänge zuziehen. Okay. Also, wir haben wahrscheinlich noch keinen Stift, oder? Ja, okay, alles klar. Nein, warte, Alter, da halt falsch. BASD ist hier laufen. Junge, Junge, das ist echt ein riesiges Haus. Warte, wir gehen erstmal nach oben. Das ist natürlich schon der Hammer, wenn man als Einbrecher startet und sozusagen gerade eingebrochen ist. Ein warmes Bett. Oder ein kuscheliges Bett. So, was haben wir hier an dem Schrank? 2,23er Patron, ernsthaft? Okay, das bringt uns alles nichts. Ein Koffer, da ist irgendwas drin. Ein Gewehr. Ein Gewehr ist natürlich schwer, das ist klar. Gürtel, langer Rock, Kopfkissen. Das Bad. Hier ist aber nichts im Bad. Da geht's wieder runter. Dann haben wir hier die ganzen Zimmer. Bikini, Hose, Sandalen. Schlaftabletten, Vitamine, Stift, Rot. Okay. Nimm dir schon mal die zwei Stifte. Und da ist nichts drin. Okay. Genau, Schlaftabletten am Bett. Hoch. Das ist nur so ein Mini-Abstellkammer. Werkzeugkasten, Batteriekabel, Taschenlampe, Klebeband, Hammer. Und Hammer, das ist natürlich super. Gut, den Rest lassen wir erstmal da. Wir gehen mal kurz auf die Karte und zeichnen das direkt mal ein. Unser Zuhause. Okay, was gibt's hier in den Schränken? Lippenstift, Seife, Toilettenpapier. Antibiotika. Okay, das nehmen wir direkt mal mit. Toilettenpapier, Laken. Genau, das Laken zerreißen. Okay, da haben wir schon mal vier Stofffetzen. Das ist schon mal nicht schlecht. Zweites Bad, meine Fresse. Okay, was haben wir hier? Sommerhut, Hose, kurzärmeliges Hemd, ValueTech Porter Disc zum Benutzen. Ja, okay, das machen wir jetzt aber nicht. Dann haben wir hier. Das ist ein Schreibtisch, okay. Knielanges Kleid, Kopfhörer. Noch ein. Lagerraum, Bandana, eine Glühbirne, Leine und noch mehr Klebeband. Okay, also gibt es echt viel Stuff. Und das war jetzt nun die Oberetage und die Küche bisher. Ne, das ist Esszimmer, genau. Noch ein Bad, noch ein Bad, das ist die Waschküche, okay. T-Shirt, Tanktop, das bringt alles nichts. Was haben wir hier? Halt, ich mal darüber. Reinigungsmittel. Kurzärmeliges Hemd, Pullover mit V-Ausschnitt. Den kannst du auf jeden Fall. Nee, was? Plus 10. Okay, den kannst du auf jeden Fall anziehen. Genau. Haben wir da jetzt irgendwas ausgezogen an Kleidung? Nee. Die haben es erst einfach noch drüber gezogen. Okay. Alles klar. So. Was haben wir hier? Zwei riesen Bücherregale. Okay, ein Haufen Lernbücher. Warte, dann gehen wir mal ins. Andere Bücherregal. Wie wieder was? Z-Squad. Sehe. Eine Staffel 2, Folge 5. Warte mal. Dann lass uns mal den Kram alles rausnehmen. Den schmeißen wir da rüber. Dann machen wir hier ein reines Lernbuch.
Das heißt, das rüber, Wörterbare Zeitschrift, Zeitung, den zweiten Stift. Ja, wahrscheinlich würde er jetzt beide Stifte rüber tun, aber so ist es halt. Alles rüber und dann nimmst du dir einen roten Stift wieder raus. Nein, bitte einen Behälter packen. Kannst du bitte nur einen Stift nehmen? Nehmen, Hälfte nehmen. Gott. Einen halben Stift. Ja, wunderschön. Mach mal den Fernseher aus. Was läuft denn da gerade? Kanal Turbo. Okay, das ist nur ein Gäste-WC oder sowas. Kommen wir jetzt rein oder was? Toll, da draußen läuft noch ein Zug. Ach du Schande, riesen. Ach, das ist die Garage. Schutzbrille, Metallschrott, Schweißstäbe, Metallstange. Was haben wir sonst noch ausgerüstet? Bratpfanne und... Machen wir die Metallstange primär. Und genau, dann kommt jetzt... Ja, ich müsste das in die Küche. Da vorne sind jede Menge Zombies, krass. Ach du Schande, was ist hier los? Wunderschön. Ah, okay. Mal gucken, wo der Zombie rumläuft. Der ist jetzt hier reingekommen. Nee, ist er noch nicht. Lies mal die Glasscherben auf. Ja, okay. Ja. Hallo? Was haben wir? Geringfügige Blutung, bitte was? Woher? Gekratzt, blutend. Okay. Nein, lass mal die Tür offen. Also, was hat denn der Charakter eigentlich hier, der da so schön herumliegt? Jeans, Hemd, Bloody. Okay, das müssen wir auf jeden Fall mal nehmen und uns damit ausrüsten. Sauber machen dann. Blutig, ja gut. Mach mal die Vorhänge weg. Das ist ja nun ein offenes, kaputtes Fenster. Mach das mal zu, okay. Wasche. Da war doch irgendwas besonders blutig, das Jeanshemd. Etwas durstig, das können wir gleich lösen, kein Problem. So. Was müssen wir noch? 4 von 100, 3 von 100. Ja, dann wasch halt alle Kleidung, ist mir dann auch egal. Dann machen wir es halt doppelte, dann gibt es auch die dreifache Gewalt. Du bleibst mal. Ah ne, du kannst auch pausieren, das ist auch praktisch. Ach, Reinigungsmittel für was? Ja, zum Reinigen wahrscheinlich. Okay. Müssen wir uns waschen? Na, wir müssen uns nicht waschen. Ja, hau mal wieder auf. Vorne ist ziemlich viel los, aber hinten raus. Könnte man vielleicht eher was bewirken. Ach so, das ist eine Hecke, durch die du einfach durchraschelst. Alles klar. Gehen wir nicht weiter, weil wir lassen den mal auf uns zukommen. Bleib von mir weg. Jetzt wirf sie doch einfach um. Genau, halt. Okay. Ja. Alles klar. Kleine Silberkreolen.
Ja, den Schraubenzieher, den schlagen wir uns schon mal unter den Nagel. Man sollte da nicht weiter auf die zugehen, sondern man sollte sie einfach auf sich zukommen lassen, weil das hat dann den Vorteil, dass du nicht noch weitere Zombies auf dich aufmerksam machst. Ist nichts drin, okay. Durchklettern. Fenster schließen. Alles klar. Halt. Tür wieder zu, hallo. Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Orange, eine Wasserflasche, super. Dann können wir die nämlich schon mal hier direkt befüllen. Waschen, nein, auf dem Boden bauen, untersuche, Vorhänge entfernen, Fenster einschlagen, was? Kannst du nicht irgendwie die Flasche füllen oder ist die voll? Wasserflasche, Wasser. Ja, wir haben noch keinen Dosenöffner. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas finden in den Schränken. Hier halt. Ich mal da ran. Dose mit Kondensmilch. Dörrfleisch. Dann isst das mal. Wenn du schon wieder ein bisschen Hunger hast, warum nicht? Gut, das war lecker. Genau, das war die Orangenlimonade. Noch viel mehr Dosenfutter, okay. Hausschlüssel. Eine Mausefalle, noch ein Schraubenzieher. Streichhölzer, das können wir ja auch mal mitnehmen. Radiergummi ist auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Halt. Der Schrank? Das war der Schrank, okay. Kühlschrank. Gewürzgurken, gekühlte Orangenlimonade. Und gefroren? Gefrorene Erbsen. Waffenblech, Teekessel, Schneidebrett. Nichts. Dosenöffner, hervorragend. Ja, nimm. Ist übrigens extrem schwer, ja, weil wir die Knarre mit uns, glaube ich, rumschleppen. Was ist das jetzt? Etwas gesättigt, okay. Wie bitte was? Du bist auf einmal überladen? Von was? Ja, das mit dem Gewehr ist jetzt blöd. Ich will eigentlich das Gewehr gar nicht verwenden. Warte mal, wir schmeißen das mal hier rein. Ne, warte mal, vielleicht nicht hier rein, sondern in die Spüle. Das erleichtert uns erheblich und... ja, komm, hallo. Wieso kannst du die nicht auch noch reintun? Behälter packen. Wo ist jetzt das Gewehr hin? Ach, du hast es ausgerüstet. Nein, in Behälter packen. Ja, okay, das ist schon besser. Metallstange primär. Hammer sekundär. Das Lager brauchen wir noch nicht zu reißen. Wie viele Zombies sind da draußen? Einer nur, okay. Mach mal die Tür auf. Halt. Halt, du sollst dich nicht beißen lassen. Ach, sind gleich wieder so viele. Ja, okay. Lauf, dann bleibt sie erst stehen. Nee, nee, ich lass mich erst noch beißen. Das ist schon okay. Ja, wunderschön. Ich der größte Vollidiot. Das kann doch nicht sein. Ja, leck mich am Arsch, ihr Penner. So, jetzt können wir uns um uns kümmern. Blutend, blutend. Wir sind tatsächlich nicht gebissen, okay? Du kannst die halt auch nicht so gut filtern. Du kannst nicht einfach sagen, einen rein und einen raus. Gekratzt, okay. Okay, dann bitte alle Stofffetzen reinigen. Oder den einen halt. So, wie wir haben jetzt noch auf Lager. Einen nur noch, echt? Dann müssen wir dann doch leider das Lager zerreißen. Okay, gehen wir auf die Karte.
Wir haben doch, was haben wir denn für Farben? Wir haben doch noch Grau und Schwarz. Ne, Schwarz haben wir tatsächlich nicht. Gut. Was ist los? Schmerzen. Naja. Wir sind schon an der nächsten Tür. Gibt's jetzt aufs Maul gleich hier. Warte mal die Tür zu. Hallo? Da unten ist auch noch einer, okay. Mach hin! Haben die Tür eingeschlagen? Hier doch was. Unbrauchbares Holz. Türklinke. Türangel. Halt. Genau, bleib mal hier auf C. Mach die Tür immer zu. Bevor der Penner hier die Tür einschlägt. Halt, Tür zu. Ja, komm, mach schneller. Ja, okay. Halt. Sind jetzt wieder gleich zwei. Verdammt. Oh ne, drei. Ja, ja, okay. Ich glaube, wir müssen das Zuhause hier aufgeben. Das bringt so gar nichts. Gerade gucken, ob irgendwas sinnvoll ist. Was man vielleicht noch schnell mitnehmen könnte. Nimm die mal mit, die blutige Jacke. Okay. Beziehungsweise, warte mal, einer hatte einen Hausschlüssel gehabt. So. Das ist ja krass. Warte mal. Wir müssen uns mal die Bandage entfernen. So. Wunderschön. Wir sind da drin. Aber ich würde das gern sehen. Zwei. Minimum. Halt. Mach mal die Tür zu. Hallo. Jackett. Nein, dann machen wir. Wir kümmern uns gleich um die Jacke. Du kannst die Tür aufmachen, aber es ist nicht so. Okay. Armbanduhr, ja, direkt anziehen. Damit wir mal ein bisschen die Uhrzeit auch haben. Karte von Louisville. Lesen. Louisville, Kentucky. Ach du Schande, das ist die. Guck dir mal an, die ganze Karte. Geh mal auf die Karte. Das ist aber trotzdem nur das Abteil hier oben. Hilfe, Leute. Okay. Mal die Tür zu.
schmutzige Bandage. Da ist sie gerade schmutzig geworden. Gekratzt. So, dann wollen wir gleich mal das Bad aufsuchen hier. Oder sind wir echt nochmal gut davon gekommen? Warte mal, gibt es hier unten auch ein Bad? Gleich die nächste. Ja, gehst du jetzt von der Treppe runter? Kannst du echt keine Abkürzung nehmen. So, machen wir die Bandage weg. Und Licht aus, bitte. So, was haben wir denn hier drin? Nichts. Okay, in dem Schrank kurz. Das bringt uns alles nichts. Okay, und das, denke ich, wird uns auch nichts bringen. Badetuchen. Stoffhetzigen. Alle drei reinigen, bitte. Also, dem sollten wir uns mal hier anlegen. Wir bluten immer noch. So, jetzt bluten wir nicht mehr. Okay. Ja, warte mal. Wir waschen einfach mal alle Kleidung. Ich denke, das ist wahrscheinlich notwendig. Ja, da ist schon wieder die nächste Bandage schmutzig. Ja, wenn es ein Pulk ist, dann ist es echt schwer. Da musst du halt gucken, wie du die rausfilterst. Die Zombies. Also speziell bei den zwei vorherigen Leben, das war eigentlich nicht wirklich realistisch, dass man da irgendwas schafft. Du hast dich gewaschen, alles klar. Dann machst du die schmutzige wieder weg. Und machst wieder einen normalen Stoffhetzen drauf. So, kannst du auch gleich wieder reinigen. So, wie dreckig bist du? Oh, sehr blutig, okay. Also sehr in Anführungsstrichen. 11 von 100. Toll, die rechte Hand ist auch schon wieder. Du wäschst dich doch damit. Die müsste doch auch jetzt sauber sein. Naja gut, dann machen wir jetzt erstmal hier eine Katzenwäsche. So, alles klar. Bandage entfernt, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das ist auch nur noch gekratzt. Okay. So, befülle mal. Jetzt können wir die Wasserflasche befüllen. Die war wahrscheinlich voll, schätze ich mal. So. Lass uns mal die Jacke anschauen. Die ziehen wir auf jeden Fall mal an. Die schützt doch erheblich. Trainingsjacke nass. Dann, warte mal. In den Behälter packen. Nee, nimm dir mal den. Wir können eigentlich... Genau, wir packen das einfach mal alles in die Waschmaschine. Haben wir sonst noch irgendwelche Kleidung? Hast du jetzt die Uhr an? Die wird lustigerweise nicht als ausgerüstet angezeigt, aber ist okay. Wir haben schon zwei Hausschlüssel und brauchbares Holz. Was können wir damit machen? Kann wahrscheinlich verbrennen. Okay. Dann lass uns mal weiter hier durchkraucheln. Und uns immer permanent die Bandagen wechseln natürlich. Das gehört dazu. Noch ein Klo. Okay, das bringt uns nichts. Fernseher ist aus. WBLN News. Was liegt denn hier auf dem Tisch? Was stand da auf? Elektronikschrott? Fachzeitschrift für Elektrotechnik? Schraubenzieher lassen wir erstmal liegen. Ich habe das Gefühl, dass hier drin noch Licht ist. Lass mal alles mal das Licht ausmachen. Also, wir sollten vielleicht mal die Haustür schließen. Was liegt hier? Tartan Golfkappe. Ja, dann zieh sie halt an. Sneakers, Klebeband, Seil und eine Brechstange. Jetzt muss man natürlich gucken. Hammer. Brechstange. Voll leistungsfähig mit zwei Händen. Okay. Nee, dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Ich bin mit dem Dual Wield erstmal zufrieden. Machen wir das Fenster zu. Zuziehen, genau. Der Küche brennt auch irgendwo Licht, oder was? Nee. Das kommt durch die Fenster rein, richtig? Richtig. Okay, Oberetage. Halt, da kommen wir nicht rein. Also, warte mal, hier ist auch Licht.
aufsteckbare Fliege. Wieder ein Waffenkoffer, noch mehr Waffen hier, krass. Barett. Wecker, ein Blatt Papier. Was ist denn das? Hier ist hier ein Abstellraum oder was? Genau, Schulrucksack. Fassungsvermögen 15, Gewichtsreduktion 60. Okay, zieh den mal hinten an. Ne, warte mal, auf dem Rücken tragen, genau. Haben wir mal einen Rucksack gefunden, das ist ja nicht schlecht. Ein Seil, okay. Den Rest lassen wir erstmal drin. Rasierer. Naja, ich denke, das ist ja der Apokalypse jetzt nicht so wichtig. Ich habe schon wieder getrunken, ganz automatisch. Warte mal. Wo wir doch gerade am Waschbecken sind. Infiziert. Na, wunderschön. Da hat sich unsere Wunde infiziert. Wir haben aber nichts Erste-Hilfe-mäßiges. Ne, gar nichts. Okay. Mal gucken, vielleicht finden wir noch was. Vielleicht hier. Hm? Nein. Hammer. Noch ein Hammer. Noch viele, viele Hammer. Da war jemand hier hammerfreudig. Wahrscheinlich hat hier MC Hammer gewohnt. Stift, Stift. Zeitschrift. Ich will gerade mal gucken, welche Farben können wir auswählen? Nur rot, oder? Rot und grau. Genau, wir müssten also blau und dann irgendwie noch einen Kugelschreiber oder sowas. Dann geben wir mal den blauen Stift. Mhm. Halt. Nee, das mittlere wollte ich schon. Das ist auch ein blauer Stift. Okay, Schneiderei. Und Magazin für Metallbearbeitung. Landwirtschaft. Echt? Band 1 und 2. Noch ein Stift blau. Hefter, Blatt, Papier, Klebstreifen, Schachtel mit Büroklammern. Hm. Ja, okay. Ich hätte gerne den anderen Schrank auch noch, aber ist okay. Also es ist einer. Okay, das ist zählt als eins. Das ist sozusagen das Arbeitszimmer. Steht auch ein Auto davor. Das Kinderzimmer mit eigenem Abstellschrank. Ist auch ein Stift drin. Glühbirne, Seil, noch ein Hammer. Eure, noch ein Stift. Leeres Notizbuch, Wortsuche, Magazin. Na ja, gut, das bringt mir beides nichts. Noch eine Zeitschrift und noch ein blauer Stift. Halt, warte mal, das waren zwei. Ja, okay. Da geht's schon wieder weiter. Mit den Bandagen. Ja, infiziert ist nicht so gut. Was ist jetzt wieder los? Jetzt hat er wieder ein matschiges Gesicht. Nein, du sollst nicht in... Okay, wir müssen die waschen. Etwas gelangweilt. Ich mache immer dasselbe. Okay. Alle Stofffetzen bitte reinigen. Danke. Lippenstift, Make-up, Pinzette. Naja, gut, wir nehmen sie mal mit. Wer auch immer hier das Licht angemacht hat. Wir müssen nicht überall das Licht brennen lassen. Hier liegt ein Shirt oder was? Kurzärmeliges Hemd. Anzug, Hose, Strümpfe, Waffenkoffer, da ist noch eine Knarre drin und ein Kopfkissen. Blatt Papier, okay. Ne, wir haben leider nichts für unsere Infektion gefunden. Militär-Dessert-Stiefel, ja. Plus 90, plus 80. Anziehen. Nice, jetzt mal überladen. Okay. Warte mal, wo ist die Kleidung, die wir ausgezogen haben? Sollst du doch anziehen. Genau, dann kannst du die Schuhe in den Behälter packen. Wir sind aber tatsächlich hart am Limit. Achso, das war hier das Bad, genau. Schöner Mist. Das mit der Infektion ist nicht gut. Okay. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schlafen kann. Hier brennt anscheinend auch... Achso, die Lampen, oder was? Ja. Ist sie da drüben auch an?
Ja, tatsächlich. Kannst du schlafen? Ja, ich will schlafen. Schmutzig, schmutzig, okay, die Bandagen. Ein bisschen Hunger. Okay, dann kannst du die Bandagen gleich wieder entfernen. Zustand hat sich gut erholt. Oh, guck mal, das heilt alles weg. Wir haben nur noch die rechte Hand anscheinend. Nee, Kopf, haben wir unseren Kratzer immer noch. Der ist noch nicht geheilt. Ja, 2:30 Uhr ist natürlich nicht unbedingt mitten am Tag. So, bitte alle Stoffhetzen reinigen. So, was sagt denn die Kleidung? Ist irgendwas blutig? Nee, bist du blutig? Nee, ach, eins von 100. Okay. Wir gehen mal wieder runter. Diese Oberetage ist echt auch sehr, sehr groß. Ach so. Ja, vielleicht kann man in der nächsten Folge weitermachen. Ich würde gerne erstmal ein paar Sachen auslegen. Das heißt, wir müssen erstmal. Da drüben gibt es ja noch Schrank und so. Wir müssen uns erstmal erleichtern, bevor wir überhaupt weiterziehen. Und weil wir brauchen was für die Hand. Wir sind da anscheinend verletzt. Sehen wir das irgendwo? Nee, das sehen wir nicht. Okay. Ja, okay. Nee, aber anscheinend haben wir da eine Infektion und dann brauchen wir irgendwie Desinfektionsmittel. Da müssen wir uns noch umschauen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.